Dann folgen wir mal unserem Mr. Gomez. Officer Gomez. Dass wir auch nicht gleich an die falsche Front geraten. Wobei wir alle wissen, es wird wahrscheinlich kein glückliches Ende nehmen. Nicht wahr, Fox? Ich finde es so geil, dass man ihn endlich dabei hat. Also, dass ich ihn endlich habe. Oh je. Warten Sie. Das sieht nicht gut aus. Sie wissen, dass ich das nicht tun kann, Freddy. Gehen Sie jetzt wieder nach unten, bevor ich etwas tun muss, was wir beide bereuen werden. Werde ich jetzt einfach eingelocht? So wie Brotsch? Tunnelschlangen kann man nicht einsperren, denn Tunnelschlangen sind die größten. Zurückbleiben! Sie ge... Taylor! Schluss mit der Schießerei, verdammt nochmal! Sind Sie denn nicht schlau genug, uns fern zu bleiben? Wer ist er denn? Sie hätten Freddy fast niedergeknallt. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte ihm nur Angst machen, aber er hatte ein Messer. Bei diesen Rebellen kann man nicht vorsichtig genug sein. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Ich sage Ihnen, die machen mir Angst. Ich weiß nie, wann sie mal etwas wirklich Gefährliches aushecken. Was ist hier unten passiert? Ich habe Agnes, meine arme Frau, verloren. Das ganze Chaos und die Kämpfe hat ihr altes Herz einfach nicht mehr verkraftet. Oh, Agnes war doch die, die uns, glaube ich, den Kuchen zum Geburtstag geschenkt hat. Aber von ihnen hier kennen wir eigentlich gar nicht. Soweit ich weiß, Officer Taylor? Kommt mir nicht bekannt vor. Ich muss jetzt los. Ja, unbedingt. Toll. So, was sagst du dazu Sie jetzt, Sie können ja sicher sehen, wie schlecht die Dinge hier unten stehen. Wo wollen wir denn hin, hä? Hä, bist du doof? Könnten Sie mich zu Amata begleiten? Ich muss mit ihr über das alles wie reden. Wie es der Zufall will, war sie eine der Ersten, die nach ihrer Abreise von einem Leben außerhalb der Vault sprach. Sie hat sie ja auch immer gemocht. Ich hoffe, Sie können sie wieder zur Vernunft bringen. Vielleicht können Sie beide sogar einen neuen Plan ausarbeiten. Gehen Sie aber vorsichtig vor. Als wenn du mit deiner komischen 10mm Pistole hier irgendwas anrichten könntest. Also ein bisschen bei mir. Hier. Das macht vor allem bei ihnen hier. Ich weiß nicht. Der Aufseher. Guck mal, wer da ist. Hard work is work. Das ist gut. Wohl wahr, wohl wahr. Hard work is happy work. Das ist so ein dämlicher Satz. Wirklich. Das ist ein Bullshit. So schön eingetrichtert, wisst ihr? Ich krieg hier unten, Mensch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wer war das? War das eigentlich alles nur so friedlich, aber man merkt, langsam aber sicher zerfällt halt auch der Friede hier. Oho, gibt's so vieles, naja, egal. Amata ist mit den anderen dort oben in der Klinik. Ich würde sie ja gern hinbringen, aber auf Sicherheitsleute reagieren sie allergisch. Viel Glück. Was mit dir los? Steckst da fest wieder, wa? Verdammt. Sieh mal einer an, wer da wieder in die Vault hereinspaziert ist. Es gehört wirklich Mut dazu, nach allem, was du vermasselt hast und was dein Vater getan hat, wieder hierher zurückzukehren. Wenn sie schon mal zurückgekommen sind, können sie sich auch gleich nützlich machen. Sie müssen uns helfen. Fein, ich find's so geil, wie er mich siezt. Der kennt mich persönlich und er siezt mich. Was für ein Idiot ist das? Hilfe, welche Art von Hilfe? Wie kommst du darauf, dass ich zurückgekommen bin, um dir zu helfen? Welche Art von Hilfe werde ich wohl meinen? Du hast doch sicher von den Änderungen gehört, die seit eurer Abreise hier eingetreten sind, nicht wahr? Nö. Die Todesfälle, die Lügen, diese ganze Sache mit der Abriegelung durch den Aufseher. Kommt dir das bekannt vor? Mann, die wären schon längst hier reingestürmt, wenn sie nicht gewusst hätten, dass ich beim Ausrufen des Notstands eine ihrer Waffen geklaut habe.
Na, jedenfalls musst du uns helfen, hier rauszukommen. Mir musst du helfen, hier rauszukommen. Keine Angst, ich versuche, der gesamten Wort zu helfen. Warum musst du so dringend weg von hier? Das würde mich auch gerne mal interessieren. Weil alles, was es da oben geben könnte, besser ist, als hier unten ein Leben lang immer dasselbe zu machen. Denk doch nur daran, Mann. Hier unten habe ich immer dieselbe Arbeit, dasselbe Essen und dieselben Leute, bis ich schwarz werde. Du und dein Vater, ihr hattet die richtige Idee. Nämlich, aus diesem Drecksloch zu verschwinden und euch ein eigenes Leben aufzubauen. Butch, was machst du in der Vault, hä? Was hast du draußen vor? Warum sollte ich dir helfen, Butch? Ich werde natürlich eine Bande gründen. Das wird die wildeste, tollste und stärkste Bande werden, die das Ödland je gesehen hat. Hey, wenn du deine Trümpfe richtig ausspielst, lasse ich dich vielleicht mitmachen. Was hältst du davon? Hey, ich bin schon viel länger da oben, du Idiot. Hey, ich bin doch bereits bei den Tunnelschlangen. Hab ja die Jacke und so. Ha, das ist geil. Ja, aber das wird eine neue Bande sein. Weißt du, wir werden nicht bloß in Tunnels rumschleichen. Außerdem werden viel mehr Leute beitreten wollen. Das wird ein harter Konkurrenzkampf werden. So ein Blödsinn. Butch, was machst du in der Vault? Dieser verdammte GOAT-Test behauptete, dass ich Friseur werden müsse. Aber das passt überhaupt nicht zu mir. Ich bin ein Barbier, verstehst du? Da besteht ein Riesenunterschied. Der wäre? Kannst du mir die Haare schneiden? Ich werde dir eine Höllenfrisur verpassen. Ach, keine Ahnung. Das sind alle langweilig. So sehen wir voll aus wie die von einer stählernen Bruderschaft. Meine Fresse. Nee, was weiß ich. Die sind alle kacke hier. Das sieht ganz lustig aus, obwohl es so ein Punker-Look ist und ich den eigentlich nicht mag. Aber er sieht ganz cool aus. Warum sind das bei den Frauen so beschissene Frisuren? Wollte ich nicht die hier von Anfang eigentlich haben? Fertig. Ja. Warum sollte ich dir helfen, Butch? Was ist in der Nacht passiert? Ich hörte den alten Stanley darüber jammern, dass viele der Sachen unten im Reaktor böse Schäden davongetragen haben. Es ist nicht allzu schlimm. Jedenfalls jetzt noch nicht. Er macht sich aber ständig Sorgen, dass das Luftfiltersystem oder so etwas ausfallen könnte. Wenn das passieren würde, müssten wir natürlich alle die Vault verlassen, stimmt's? Oh, weia. Kannst du mir die Haare schneiden? Ah, Mann, warum sollte ich dir helfen? Weil du schon immer so ein unverbesserlicher Tugendbold gewesen bist. Darum wirst du mir auch helfen, wenn ich Hilfe brauche, stimmt's? Du wirst doch Amata sowieso helfen, oder etwa nicht? Bring uns einfach aus der Vault raus. Dann verschwinde ich und geh dir nie mehr auf die Nerven. Also, nö, ich bin nicht der Meinung, dass ich die zwingen sollte. Die Personen, die hier leben wollen, können hier leben bleiben. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt zwingen dazu. Das ist Schwachsinn. Und außerdem finde ich, dass die Vault sehr praktisch ist. Die Flagge ist lustig. Die Rückkehr überrascht mich völlig. Susie Mac. Sie sind am Leben. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Es gefällt mir nicht, dass diese Sache uns mit unseren Familien entzweit. Aber wir können nicht ewig hier unten bleiben. Sehen Sie sich doch nur um. Was ist hier unten passiert? Viele Sicherheitsleute wurden verwundet oder getötet. Wegen des ganzen Chaos wissen wir noch nicht genau, wer wen getötet hat. Tschüss. Noch haben wir eine wirklich so feste Information noch gar keiner bekommen. Hä? Nee, die Lady Palmer war das, die mit den Kuchen. Es ist schön, dass Sie von draußen zurückgekehrt sind. Die Rebellen? Für jemanden Ihres Alters kann es da draußen ganz schön gefährlich sein. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Wissen Sie, wir verlangen hier gar nichts Besonderes. Die Vault war früher schon mal geöffnet, aber alle tun so, als wäre das nie so gewesen. Ich glaube, Sie versuchen, die armen Menschen zu vergessen, die von da draußen nie wieder zurückgekehrt sind. Was ist hier unten passiert? Was passiert ist, mein armer Enkel Jonas ist tot. Sie sagen, in dem ganzen Chaos ein Unfall passiert, aber ich weiß, dass es der Aufseher war.
Ja. Seien Sie bitte vorsichtig. Der Dicke passt noch nicht so durch. Gott, du bist zurück! Du hast meine Nachricht bekommen und bist tatsächlich zurückgekehrt. Ich bin sofort los, als ich hörte, du wärst in Schwierigkeiten. Ich war gerade in der Gegend, da dachte ich, ich schaue mal vorbei. Ich habe deinen Sinn für Humor vermisst. Aber jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für Scherze. Wir stecken in echten Schwierigkeiten. Und deine Hilfe könnte den Ausschlag geben. Könntest du die Sache bitte mir zuliebe ernst nehmen? Naja, vielleicht. Die ist immer so verklemmt. Die ist echt ätzend irgendwo. Du hast damals mein Leben gerettet, Amata. Ich helfe dir gern. Ja, das stimmt allerdings. Trotz allem bin ich dort aufgewachsen. Ich kann kein Chaos dort hinterlassen. Bitte keine Hektik. Ich muss mehr erfahren, bevor ich eine Entscheidung treffe. Du hast ja keine Ahnung, wie gut es dir hier unten geht. Gute Arbeit. Ich bin ein paar Tage weg und schon vermasselst du hier alles. Nein. Ich wünschte nur, wir hätten mehr Menschen retten können. Jonas, Familie Hannon und viele andere kamen in dieser Nacht ums Leben. Es war schlimm genug, dass sie starben, weil mein Vater die Tür geschlossen halten wollte. Aber dann fand ich heraus, dass sie für eine Lüge starben. Ich habe herausgefunden, dass die Vault nicht immer geschlossen war. In diesem Punkt haben sie uns unser ganzes Leben lang belogen. Was? Wie ist das denn rausgekommen? Ja, das habe ich herausgefunden, als ich ging. Ich hätte es dir erzählen sollen. Was? Wie lange weißt du das denn schon? Weißt du was? Naja. Egal. Wichtig ist nur, dass wir jetzt wissen, dass wir unser Leben lang belogen wurden und dass diese Lüge Menschenleben gekostet hat. Selbst jetzt, wo wir dringend Hilfe brauchen, erlaubt uns der Aufseher nicht zu versuchen, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Also wir wussten das schon, als wir gegangen sind, dass... Wo haben wir denn das gelesen? Irgendwo haben wir das schon gelesen, dass die Vault... Ach hier, allein an den Berichten von ihrem Vater haben wir es ja gesehen, dass die Vault schon offen war. Seine Macht hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er muss aufgehalten werden. Warum gehst du nicht einfach gerade? Jetzt ist es nicht schwierig. Ja. Hab gehört, ein paar von euch wollten nach draußen, ziemlich verrückt. Du hast vollkommen recht. Es ist ja nicht so, als ob wir die Vault verlassen wollten oder so. Naja. Butch will die Vault tatsächlich verlassen, aber er ist viel zu feige, um es auf eigene Faust zu wagen. Die meisten haben akzeptiert, dass die Außenwelt den sicheren Tod bedeutet und dass hier unten alles so bleiben würde. Aber jetzt sind wir schlauer. Immerhin hat es gereicht, um sie und ihren Papa zum Aufbruch zu bewegen. Darum muss es da draußen etwas geben, das sich lohnt. Warum macht der Aufseher das? Oder ich glaube, ich habe eine Lösung für die Probleme der Vault. Was ist in der Nacht passiert? So richtig schlimm wurde es erst, nachdem ihr beide weg wart. Den Verletzten half niemand, da der Arzt gegangen und sein Assistent gestorben war. Jetzt müssen wir uns in den meisten medizinischen Notfällen auf diesen alten Mr. Handy verlassen. Aber der hat kein gutes Händchen für die Kranken. Bist du schon einmal von jemandem mit kalten Zangen aus Metall untersucht worden? Das ist ganz schön unangenehm. Wieso gehst du nicht einfach? Es gibt fast keine Sicherheitsvorkehrungen. Nee, das machen wir mal nicht. Je mehr ich höre, desto weniger will ich involviert sein. Ich gehe für immer. Nein. Warum macht der Aufseher das? Ich weiß es nicht. Vielleicht glaubt er uns zu beschützen. Aber in Wirklichkeit verachtet er uns nur. Ich dachte, Eltern würden sich für ihre Kinder eine bessere Welt wünschen. Also da draußen hinter dieser Tür wartet eine völlig neue Welt auf uns. Und wir machen so lange weiter, bis wir sie erreichen. Das hoffe ich sehr. So wie jetzt können wir nicht weitermachen. Ich schwöre, ich kann deinen Vater und seine Wachen aufhalten. Pass auf, da draußen lauern Gefahren. Nur hier drinnen ist man sicher. Naja. Nun, ich muss etwas drüber nachdenken. Verdammt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um dumme Witze zu machen. Meine Fresse. Okay, bla bla bla. Ich schwöre, ich kann deinen Vater und den Wachen aufhören. Pass auf. Gott sei Dank. Egal, was ich sage, er hört nicht auf mich. Er verbringt den ganzen Tag oben im Büro.
Aber du bist tatsächlich draußen gewesen und kannst ihm daher aus erster Hand berichten, wie das ist. Nur tu bitte nichts Überstürztes und verletze ihn nicht, in Ordnung? Warum nicht? Weißt du, Gewalt ist nicht mein Stil, Amanda. Keine Sorge, das stimmt allerdings gar nicht. tut mir leid, ich kann nichts versprechen. Man wird ihn oder so aufhalten. Ohne ihn zu verletzen, bist du verrückt? Er hat versucht, dich umzubringen. Ich bin ihm noch was schuldig für diese Nacht. Du wirst ihn niemals wiedersehen. Oh. Aber er ist doch mein Vater. Nichts. Er hat zwar in dieser Nacht schreckliche Dinge getan, ist aber derselbe Mensch, der vorher immer für uns gesorgt hat. Vielleicht hat er ja seine Gründe. Bitte töte ihn nicht. Es hat schon viel zu viele Tote gegeben. Hey, der Typ hat hier doch alle Leute... hat die Leute, die flüchten wollten, auch umgebracht. Also bitte, Freddy Gomez. Hallo, schön, Sie wiederzusehen. Ich kann es einfach nicht fassen, dass sie fast niedergeknallt haben. Ich sage Ihnen, diese Wachen werden von Tag zu Tag schlimmer. Eines Tages werden sie es auf die Spitze treiben. Aber dann werde ich bereit sein. Erzählen Sie mir von den der Rebellen. Der Aufseher denkt, er kann uns Vorschriften machen. Nur weil er Aufseher ist. Ha! Wir tun, was wir wollen. Und wir wollen die Vault öffnen. Was ist hier unten passiert? Paul wurde von diesen Red-Kakerlaken übel zugerichtet. Dachte aber, er würde es überstehen. Hätten wir einen Arzt gehabt, wäre er noch am Leben. Okay. Paul ist also tot, das wusste ich gar nicht. Aber der war eigentlich ganz nett gewesen. Toll, Sie sind wieder zurück. Christine Kendall? Erzählen Sie von den Rebellen. Ich würde uns nicht Rebellen nennen. Wir sind zwar mit dem Aufseher nicht einer Meinung, aber wir lieben die Wort. Wir wollen halt auch mal raus. Was ist hier unten Mama passiert? Mama und die kleine Monika wurden vom Feuer eingeschlossen. Ich habe versucht, sie zu retten. Ehrlich. Aber es war einfach viel zu heiß. Ich weiß, dass sie nichts dafür können. Aber mein Vater hält nicht viel von ihnen. Ihnen würde auch nicht gefallen, was er über ihren Vater sagt. Hm. Warum ist denn hier Feuer ausgebrochen? Das ist doch alles... Ja, tschüss. Völlig abstrakt. Wir haben die Tür nur geöffnet. Und das ist nicht das erste Mal gewesen oder so. Das ist total krank. So, wir gehen mal ins Büro. Wie kann ich Ihnen dienen? Alter. Hat er ihr gerade ein Bein amputiert? Beatrice. Die ist wohl tot. Alter Schwede, das ist kriegsähnliche Zustände hier. Ah, ein weiterer Patient. Was darf es denn sein? Eine Appendektomie? Eine Tonsillektomie? Eine Hysterektomie? Und wie denkst du über diese ganze Sache? Menschliche Probleme sind für menschliche Herzen, für mich nicht von Belang. Meine Arbeit ist mein Leben. Und wie Sie sehen... habe ich viel zu tun. Oh Gott, ey. Andy, was ist passiert? Überall ist Blut. Ja, ein ziemlich unglücklicher Vorfall. In dem ganzen Tumult hat sich Miss Beatrice in ihrem linken großen Zeh eine schwere Verrenkung zugezogen. Leider hatte ich keine andere Wahl, als eine Amputation durchzuführen. Das Bein musste weg. Es tut mir leid, aber die Operation ist gescheitert. Ist das dein Ernst hier, Alter? Alter, Moment, sie haben dich zum Doktor gemacht? Natürlich. Als ihr Vater die Vault verlassen hat und Jonas frühzeitig gestorben ist, musste der Aufseher schnell handeln. Und so ernannte er mich zum neuen Vault-Mediziner. Eine fabelhafte Entscheidung, wenn ich das mal so sagen darf. Immerhin bin ich gut ausgerüstet. Aber nicht ausgebildet. Wenn du der neue Doktor bist, kannst du mich heilen? Nicht wirklich. Leider wurde ich... wie heißt es noch gleich bei den Humanoiden? Ach ja, gefeuert. Ich wurde dem Reinigungsteam zugewiesen. Meine erste Pflicht ist paradoxerweise die Säuberung der Klinik. Aber die Chirurgie hat echt Spaß gemacht.
Flash. Natürlich, natürlich. Nur nicht aufhalten lassen. Alter! Ist das krank. Okay. Denken Sie daran, medizinische... Keine Ahnung, sind streng geheim. Unterlagen wahrscheinlich. Ach, das hatten wir schon, oder? Freddy Gomez? Freddy Gomez wird immer schlimmer an... VDS wird immer schlimmer. An den meisten Tagen kommt er gar nicht erst aus dem Bett. Wenn es doch einmal gelingt, versteckt er seine Unsicherheit und sein mangelndes Selbstwertgefühl hinter der Maske der Brutalos. Das medizinische Protokoll von Vault-Tec schreibt vor, dass Angsthemmer bei Vault-Depressionssyndrom zu verschreiben sind. Aber soll ich dem armen Jungen denn für den Rest seines Lebens von Chlorpromazine abhängig machen? Stanley Amata. Stanley leidet weiterhin an schweren chronischen Kopfschmerzen und Fütter. Das haben wir doch aber schon gelesen. Das ist das, was wir schon früher vorgelesen haben. Wo ist denn das? Genau, das hier wollte ich. Durchschnittlich verschlossen, Nummer. Ich glaube ich gar nichts. Hinter diesen ganzen besonderen Verstecken ist, glaube ich, immer nie was so Besonderes drin. Ja, 300 Kronkorken. Na gut, hier traut das Heim Glück allein. Höchstens. Okay. Das können wir uns mal anhören. Bla, bla. Gut. Also jetzt nichts Besonderes. Ich habe jetzt nicht alles verstanden. Schön, dass wir uns wiedersehen. Aber schön, es war jetzt meiner Meinung nach auch nicht so wichtig. So, was haben wir hier? Noch ein Computer, der... Aber den kann man nicht... Hier sollte man auf der Hut sein. Das ist so ein Schwachsinn. Vor wen denn? Boah. Was ist denn hier los, ey? Mann, ich wünschte, wir könnten diesen Laden... So, ich guck mich jetzt mal hier ein bisschen noch um. Hier geht's ja auch noch lang. Ich weiß gar nicht mal, wo das alles hingeht. Aber ganz sicherlich werde ich jetzt hier nicht anfangen, irgendwelche Filtersysteme zu manipulieren. Aber hier scheint gar nicht zu sein. Mach mal das Licht aus. Das überblendet wieder so extrem. Das sind bloß wieder die Toiletten. Das ist die Wohnung vom Butch. Da hat sich eigentlich nichts verändert.